Vorträge des Kongresses werden live zwischen Deutsch und Englisch und weitere Sprachen übersetzt. Für weitere Details und Informationen, wie die Streams genutzt werden können, besucht c3lingo.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit dem Hashtag #c3lingo. Und ja, dann viel Spaß. So, ein bisschen Retro-Computing am Morgen. Mein Name ist Matt Evans. Der Archon Archimedes, der war mein Lieblingscomputer und ich fühle mich hier privilegiert, dass ich euch davon erzählen darf. Was ist denn überhaupt ein Archimedes? Was ist denn ein Archon Archimedes? Das wird interaktiv. Ich möchte mal gerne eure Hände sehen. Wer hat davon gehört? So, 50-60% haben schon mal gehört. Wer hat denn schon mal einen benutzt? Ungefähr 10%. Wer hat denn da drauf programmiert? Vielleicht die Hälfte, ja? Zwei Leute, drei Leute. Drei. Sehr schön. Ein kleiner Prozentsatz. Ich sehe die jetzt nicht als so berühmt an wie den Macintosh oder den PC. Außerhalb von Europa hört man nicht so davon. Das war der erste ARM-basierte Computer. Und das war in den fantastischen 80er Jahren. Das war nicht nur die erste ARM-Maschine. War das ein Kommentar für mich? Das ist hier die zweite Folie und ich werde hier schon bedrängt hier. Also sieht ein bisschen aus wie der ST oder der Amiga. Eine Haupteinheit mit Diskette und so weiter. Das ist ein A3000. Das ist meine, um genau zu sein. Und ich habe ihn nicht gereinigt, bevor ich das Foto gemacht habe. Und hier auf diesem großen Bildschirm könnt ihr die ganzen ekligen Sachen hier drauf sehen. Und das war zum Glück meine Maschine. Ich war ein kleiner Hacker. Und das hat einen großen Einfluss auf mich gehabt, aber mehr als ein Ingenieur. Meine Programmiererfahrung, als ich jung war. Ich arbeite und lebe in Cambridge in England. Und ich arbeite in dem Gebäude, was neben dem Gebäude ist, wo das Ding entworfen wurde. Und ein paar Leute von dem Originalteam sind noch da. Und ich dachte, das sei eine gute Möglichkeit, eine Chance, die Leute ans Telefon zu bringen, mit denen da drüben zu reden. Und es gibt da so ein paar Dinge, über die ich 20 Jahre nachgedacht habe und vielleicht könnt ihr mir ein paar Fragen beantworten. Und ich habe mit Steve Ferber gesprochen, der hat das Hardware-Design gemacht. Ich habe mit Tudor Brown gesprochen, der das Videosystem gemacht hat. Ich habe mit John Biggs gesprochen. Es gibt ein bisschen Silikon, das in den Acorn reingegangen ist. Und es waren lauter wunderbare Leute, die mir ihre Zeit gegeben haben und mit denen ich ein bisschen Tee getrunken habe. Das sind die Klassiker. Acorn haben verschiedene Maschinen gebaut, aber ich rede über die Klassiker, die in 1987 angefangen haben. Es gibt gab ein Low-End-Modell und ein High-End-Modell. Und das große Modell hat 2300 Pfund gekostet mit einer 20 Megabyte Festplatte. Und der A3000, der ist 1989 rausgekommen, das ist die Maschine, die ich hatte. Und der hat ein bisschen schnelleren Speichercontroller gehabt. Und der ARM-Prozessor, der hatte 8 MHz. Und in 1990 ist der Klassiker rausgekommen. Das war die Top-End-Maschine. Und die hat 16 MB RAM gehabt. Das war sehr viel in den 1990ern. Und der ARM 3 war die Evolution aus dem ARM 2 mit mehr Cache und so weiter. Ja, um 1987, was gab es denn da sonst noch so alles? Hier so ein bisschen eine Übersicht. Tut mir leid, wenn ich da irgendwas Wichtiges vergessen haben sollte.
Am Anfang der 80er hatten wir exotische Sachen wie die Lisa und den Mac. Dann hatten wir einen Amiga. Der Amiga 1000 war ziemlich teuer, aber der Amiga 500 war ein guter Computer fürs Geld. Das war so die PCs und Macs. Und der, im Vergleich zum Macintosh war der ARM, der Acron, eine billige Maschine. Der war gar nicht so im Vergleich zum Macintosh. Ja, ich weiß nicht, welchen ich bevorzugt hätte. So, warum ist es denn gebaut worden? Ich hatte einen zu Hause. Ich wusste nie, wofür es war. Und die Archon-Leute, die wussten auch nicht so wirklich, wofür es war. Und der BBC Micro, das war eine sehr beliebte Maschine. Und das Ding hier war 10-mal schneller für den gleichen Preis. Und das Team von Archon haben den Apple Lisa gesehen und die sind von dem Xerox Star inspiriert worden. Das war eine monumentale Maschine. Und die sind davon inspiriert worden und sie wollten was Ähnliches machen. Die wollten eine Desktop-Maschine für Business machen, fürs Geschäft machen. Und ich habe das nie wirklich verstanden. Das heißt, die Inspiration kam von den Xerox-Maschinen. Und die wollten den halt schneller und preiswerter machen. Auf der linken Seite ist der Xerox Star, eine Businessmaschine. Der hat einen schönen Anzug an. Und auf der rechten Seite hat man den Aircon. Also mir hat jemand erzählt, es ist illegal, das Ding zu programmieren, wenn man keinen Hut anhat, wenn man hier dem Marketing glaubt. Das hier ist jetzt das Projekt A. Sie haben die Alternativen angeschaut. Es gibt den 286 und den 86K Prozessor und das war eine relativ frühe Maschine. Und sie hatten alle das gemeinsam, dass sie unglaublich teuer waren und das Günstige war relativ schlecht gewesen. Die BMC Micro waren deutlich, deutlich teurer. Und das System rundherum war extrem kompliziert. Sie brauchten jede Menge Chips, die rundherum installiert werden mussten. Und das störte das System. Sie haben dann eine Menge andere Firmen besucht, die selbstgebaute Silikonschildkreise hatten. Und haben sie angeguckt, was andere Firmen da machen würden. Und eine Menge Universitätsabsolventen hatten zu dem Zeitpunkt sich angeschaut, was sie machen können. Und es gab einige Nachfolger. Dann haben sie gesehen, dass einige Studenten Apple IIs hatten. Aber Acorn hatte nie selbst gebaute Chips auf dem Level gehabt. Aber irgendwo muss doch das Geheimnis checken, wie wir das machen können. Und das war normalerweise nicht, was man zu dem Zeitpunkt machte, vor allem für Firmen von der Größe von Acorn. Aber es ging gar nicht um das Design für das ARM-System, sondern es ging darum, um das gesamte System und den ganzen Hintergrund. Und hier ist auch ARM im Grunde ein Stück weit entstanden. Es war ein kleines Team, ungefähr 12 Leute, die den Chipsatz und den Computer designt haben. Es sollte so einfach sein wie möglich. Und es war alles sehr anders als die anderen Systeme zu dem Zeitpunkt. Die anderen Teams, die CISC-Systeme designten, waren an riesige Teams und sie waren immer noch nicht auf dem Markt. Und sie waren bei Revision C. Sie hatten so wenig Leute und so wenig Geld und sie mussten unglaublich schnell alles zusammensetzen.
Und sie müssten also immer kurze Punkte übernehmen. Sie hätten ein paar Entscheidungen getroffen, basierten einfach auf dem Abwägung zwischen Kosten und Nutzen. Steve hat mir das Bild geschickt. Hier ist aus seinem Büro, man sieht noch ihn so ein bisschen in der Reflexion. Und er hat das Hardware-Design bei Acorn geleitet. Oben links sehen wir den ursprünglichen ARM-Prozessor, 2 und 3. Und der Videocontroller, in der Mitte der Speichercontroller und rechts der Eingabe-Ausgabe-Controller. Das war wirklich ein Vorgang, wo man sehen könnte, ah, genau, dort ist der Register. Das kann man heutzutage mit Prozessoren kaum noch machen. Ein bisschen was zu den Spezifizierungen, was der Prozessor tun konnte. 26-Bit-Adressen, 8 MHz, 1 bis 4 MB Speicher, keine Cache. Und ich könnte ein bisschen erklären, warum das so gewesen ist. Der A54 war hauptsächlich ein CPU-Upgrade. Der Speichercontroller hatte ein MMU, das ungewöhnlich war für eine Maschine in den 80er Jahren. Das heißt, die Hardware konnte virtuellen Speicher Pagefaults unterstützen. Es hatte richtiges Audio, 8 Kanäle in Hardware gemischt, 8-Bit logarithmisch mit entsprechend also mehr Präzision am unteren Ende. Es klang so ungefähr wie 12-Bit-Audio. Storage war dasselbe Floppy-Controller wie Atari ST, also ziemlich langweilig. Der Festplatten-Controller war ein schreckliches Standardgerät, der sehr, sehr grundsätzlich war, verglichen mit den anderen Möglichkeiten auf dem Markt. Die Tastatur war und Tastatur und Drucker-Support war völlig normal für die Zeit, nichts Besonderes. Was mir wirklich gefiel am Acorn, waren die Grafikmöglichkeiten. Es war eine wirklich spezielle Maschine für diesen Preis. Hatte nur einen flachen Framebuffer, keine Sprites, keine Blitter, keine Bitplanes. Der Vorteil der eingeschränkten Möglichkeiten war, dass es sehr einfach war. 256 Farben, 8 Bytes per Pixel. Ein Teil, wieso es keinen Blitter brauchte, war, dass die CPU wirklich so gut drin war, mit diesem flachen Framebuffer umzugehen. Hat diesen 256 Farbmodus, der einfach war. Die High-End-Maschinen konnten hochauflösende Farben darstellen. Das ist in anderen Computern, die im Büro benutzt werden, nicht zu sehen. Das war ziemlich clever gemacht. Für mich das, was der ARC gekostet hat, war es die schnellste Maschine. Der war schneller als die Motorola, der war schneller als die X86er. Bei gleicher Megahertzzahl. Ich zeige euch nachher nochmal die ganzen Geheimnisse. Das war ungefähr Minicomputer-Geschwindigkeit. Es war jetzt nicht der erste RISC in der Welt, aber es war der erste billige, den man auch kaufen und auf den Schreibtisch stellen konnte. Im Vergleich zum MIPS oder Spark war er nicht ganz so schnell. War viel kleiner und billiger. Die hatten großes Silikon, haben viel außen draußen rum gebraucht. Und die anderen Sachen waren viermal der Preis, bevor man überhaupt Disks oder sowas dazugefügt hat. Das heißt also, wenn man einen Cluster bauen wollte, dann hat man viel mehr Durchsatz gekriegt und so weiter. So weit bin ich gekommen, als ich ein Kind war. Ich habe das Ding aufgemacht, aber weiter bin ich nicht gekommen. Jetzt ist er 30 Jahre alt und ich bin jetzt qualifiziert, sowas auseinanderzunehmen und jetzt mache ich das auch. Das ist jetzt sehr
ungewöhnlich, dass Sachen so diskret aufgebaut sind. Hat einige Hauptbereiche um diese vier Chips herum. Der ARM, der MEMC, der BITC und Video und Sound sind auf der oberen rechten Seite. Und in der Mitte ist der Hauptprozessor. Hat ein Megabyte auf der Platine drauf und man kann vier rein tun. Ich habe 26-Bit-Adressraum besprochen. Wir haben also 64 Megabyte Adressraum und der ist ziemlich gut aufgefüllt. Die unteren 32 Megabyte, da sind der Prozessor hat Benutzer-Mode und User Space. Und wenn man im User Mode ist, dann sieht man nur die untere Hälfte und das ist virtuell. Und wenn man im Supervisor-Modus ist, dann sieht man den Rest, sowie auch den physikalischen und die IO-Ports. Was man worauf man achten muss, ist, dass da hinter dem ROM was versteckt ist. Der Adressraum ist sehr stark aufgefüllt. In dem ROM, das sind Write-Only-Register, das heißt, man kann nur reinschreiben auf die ROM-Adressen und dann trifft man die unten drunter. Wir fangen mit dem ARM 1 an. Das ist ein Reduced Instruction Set Computer, ja. Steve Ferber hat die Mikroarchitektur entworfen für diesen Befehlssatz. Und das VLSI-Team, das hat das dann in spezialisierten Zellen umgesetzt und in besonderer Logik. Es hat ungefähr ein Jahr gebraucht, 84. Und dann 85 ist es rausgekommen. Der Entwicklungsprozess von diesen Leuten, Jamie Urquhart und John Biggs, haben mir ein bisschen Hintergründe erzählt. Die haben an der VLSI-Seite gearbeitet. Und die hatten eine Apollo Workstation, eine einzige. Das ist eine 68.000er basierte Waschmaschine, ein großes Ding, das hat 50.000 Pfund gekostet. War sehr teuer und mit dieser Workstation, so der Jamie, der ist morgens um 5 gekommen und hat bis nachmittags gearbeitet und nachmittags ist dann der andere reingekommen. Und das heißt, die haben zusammen diese Maschine benutzt, und zwar rund um die Uhr. Und dann hat es irgendwann geheißen, dass die Software vielleicht nicht lizenziert war. Also der Steve hat einen BBC Basic Simulator geschrieben für diese Mikroarchitektur. Und das hat dann funktioniert wie der BBC Micro und das konnte dann echte Software laufen lassen. Auf dem Ding ist kein Cache, das ist ein ziemlich großer Chip und das ist das ökonomische Limit für diesen Markt. Es gab keinen Cache, das wäre zu kompliziert gewesen. Das war ein ziemlich großes Risiko. Das Ziel mit so einem kleinen Team, die waren alle sehr clever, aber die hatten nicht alle Erfahrung da drin, Chips zu bauen. Und die wussten nicht, was sie hier machen. Aber für dieses Team war es das Richtige, keinen Cash reinzutun, weil sie nicht wussten, was da passieren würde. Das ist eine Risk-Maschine, eine Reduced Instruction Set Computer, ja. Also die programmieren sich ein bisschen anders als andere CPUs. Also es ist klassisch drei Operationen, es hat drei Verschiebungen, damit kann man statisches multiplizieren und so weiter. Load oder Store. Man kann ein Register pro Zyklus ansprechen. Das ist so, das Ding, das kommt zurück und dann wird es hier reingesteckt. Dieser Chip wird in ein BBC. Das hier ist ein BBC Micro.
Und der BBC Micro, der kann Nachrichten aus in die eine Richtung schicken. Und er nutzt den Host, um den Code in das 1 Megabyte RAM reinzuladen. Was ich interessant fand, ist diese BBC Basic Simulation. Eines der frühen Softwarestücke, die da drauf laufen können. Er hat also eine ARM-Version geschrieben und es war sehr schmal und sehr schnell. Und dann haben sie einen eventbasierten Simulator für Logikdesign geschrieben. Und dann haben sie ASIM geschrieben. Und das war die schnellste Maschine, die sie hatten. Die hatten nicht tausende Maschinen im Cluster. Und das war die schnellste Maschine, die sie hatten. Und das heißt, den ARM 2 haben sie auf dem ARM 1 simuliert. Und dann ist der ARM 2 gekommen. Das ist im Grunde eine Verkleinerung des Designs, basiert aber auf dem gleichen System mit einem Multiplikator. Das ist also ein Multiplikator für 16 Zyklen, also für 2 Zyklen pro Zyklus. Weiterhin keine Cache, aber abgesetzte Register. Also man kann einen Interrupt-Modus starten. Und manche der Prozessor-Modi erlauben einem, mehrere Register zuzugreifen, was sehr praktisch ist. Die waren alle getestet auf 8 MHz. Und wir haben alle gesagt, alles klar, wir haben es mit 8 MHz getestet. Und es gibt 2 Versionen dieses Chips und sind vermutlich die gleichen Silikonpressungen. Und einer meiner großen Projekte ist, den mal zu übertakten und mal zu gucken, was passiert auf 12 MHz. Alles klar. Also die Aufteilung der Register. Wir haben einen 26-Bit. Er ist Barke genannt auf Englisch. FIQ heißt FIQ auf Englisch. Ich weiß, auf Deutsch heißt es ein bisschen was anderes. Und deswegen nenne ich jetzt mal FIQ. Und dieser FIQ-Modus hat die Eigenschaft, dass, wenn man in diesen Modus geht, die Register verschieden zugriffen werden. Und das hilft einem dabei, dass man die Register nicht in ein Backup schreiben muss. Und zweitens, wenn man auf einen FIQ-Händler schreibt, nur mit diesen Registern, und da sind genug für die simplesten Aufgaben. Das heißt, man muss sich nicht überlegen, wie man auf die anderen zugreifen kann. Und das ist dazu gemacht, um einen sehr, sehr einfachen Low-Hat-Modus zuzugreifen. Deswegen überlege ich mir, warum es einen 32-Bit-Adressraum gibt. Anders als die heutigen ARMs, dass der Register 15 enthält auch Status, CPU-Modus und Interrupts macht also im Grunde eigentlich alle Systemzustände. Warum 64-Bit-Adressraum? Na, du fragst eigentlich die falschen Fragen. Was wir wissen wollten, war, dass wir alle Maschinenzustände in einem Register hatten. Dann haben wir einen freigelassen. Aber wenn wir schon in dem Modus sind, wo wir den Interrupt-Händler verändern, das heißt, wir halten ja doch gar nichts fest an unserem PC. Das heißt, wir haben 50% gespart bei unserem Mechanismus. Wenn man dann alle die Eigenschaften weglässt, dann ist man bei einem 26-Bit-Zugriffsraum und das ist dann okay. 64 sind genug. Es gab Maschinen zu dem Zeitpunkt, die schon mehr haben konnten, aber das waren dann sehr, sehr teure Rechner. Außerdem, man musste nicht einen neuen Instruction Set erfinden, um das zu nutzen. Man kann einfach die vorhandenen nutzen. In dem Fall ist es einfach eine Substraktion am Register 14. Und das sieht zwar seltsam aus, aber glaub mir, das funktioniert gut. Also der Speichercontroller. Das ist, ich habe schon mal über die Adressübersetzung geredet. Also hier an der linken Seite. Ich hätte mal Angst, dass das zu klein war auf den Slides, dass man das sehen kann, aber dass es jetzt so groß ist wie ein Haus, ist ja ganz praktisch. Auf der linken Seite, das ist tatsächlich ähnlich wie bei ARM2.
Aber hier sieht man, was ist der Memory Controller auf einem anderen Chip ist. Das ist so groß, wie man es machen könnte, damit es zu einem Preis passte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Silikon gesehen hat, aber es ist kein linearer Effekt, wenn man die Größe des Chips skaliert. Also dies ist fast die Hälfte dieses Speichers Chips ist das der Speicher und es flashtet den DRAM und es konvertiert die Reihe und Spaltenadressierung des Speichers. Also das Wichtigste hierbei bei diesem ARM-MC-Binding ist, dass es die Speicherbandbreite effizient genutzt wird. Also das Team sich beim Projekt A mal angeschaut hat, was man alles machen kann, haben sich angeschaut, wie gut der DRAM genutzt wird auf den NetSemi-Chips. Die haben damals sehr schlecht mit der DRAM-Bandbreite gearbeitet und haben sie gesagt, DRAM ist die teuerste Komponente dieses Systems und sie wird sehr schlecht genutzt. Da müssen wir doch Möglichkeiten finden, eine höhere Performance zu finden. Deswegen ist er 32-Bit breit. Das ist ein Pipeline, also das heißt, er kann eine Uhrzyklus, eine ganze Instruktion durchführen. Und dann gibt es eine Instruktion, die einen N-Cycle oder einen S-Cycle startet. Wenn man also eine zufällige Adresse auf dem DRAM startet, dann wird auf eine Zukunft zugegriffen. Also sobald man auf diese Adresse zugegriffen hat und dann linear hinter dieser Adresse zugrifft, dann kann man einen Schnellzugriff starten. Das sind 8 Megabit pro Zyklus. Und das ist für die Non-Risk-Section, sodass man Register einfach streamen kann. Wenn man zum Beispiel hier eine Store-Multiple machen, dann kann man hier eine deutlich höhere Geschwindigkeit erreichen. Nicht doppelt so schnell, aber es ist trotzdem deutlich schneller, als das man mit einem alten Prozessor machen könnte. Das war sehr, sehr gut. Das war der zentrale Grund, warum dieses System so schnell war, ist, dass man Multiple, also mehrere Instruktionen gleichzeitig schreiben kann. Also die MMU ist wirklich komisch. Es ist keine TLB im Sinn, heutzutage, wenn man einen MIPS-Chip nimmt oder wo der MIPS-Chip für die Software sichtbar ist, dann mappt die virtuelle zu ausgesuchten Adressen und man kann mehr oder weniger irgendeinen Eintrag aussuchen und auswählen. Und das MEMSI macht es genau andersrum. Es hat also festgelegte Einträge für jeden Eintrag im DRAM und es schaut sich dann an, ob die Instruktionen auf der einen Seite stimmen. Also das gesamte Diagramm, was wir vorher gesehen haben, alle von diesen speichern einfach nur eine virtuelle Adresse und vergleichen sie im Vorhang und dann am Anfang sagt eine, ah, ich bin's. Und das ist im Grunde eine physische Seite sagt, das ist tatsächlich die virtuelle Adresse, zu der ich zugewiesen bin, nicht andersrum. Das heißt, ich muss einen Eintrag für physischen Memory, einen Chip haben. Das heißt, für 32 Kilobit brauche ich für sehr, sehr große Seiten eine sehr, sehr hohe Anzahl. Und das ist beinahe schon die halbe Seite des Chips. Das ist eine Begrenzung, warum ich nur 4 Megabyte eines Memory Controller Chips haben kann. Okay, so VIDSI is the core of the video and sound system. VIDSI ist der Kern des Video- und Soundsystems. Das sind einige FIFOs und einige RGB-Konverter. Das ist also der Paletten-Lookup und es gibt auch einen 8B-Modus. Und es gibt auch in der Palette einen Bit für Transparenz. Das heißt, ich kann hiermit sehr gut Video-Genlocking machen. Es gab eine spätere Version, VIT-CSA 1986. Die ursprüngliche Version hatte ein gewisses Crosstalk zwischen dem Sound- und dem Videokomponenten und die interagierten miteinander. Und wie sie das gemacht haben, war ganz lustig. Sie haben damals die Stromversorgung gemacht und sie haben ein bisschen den Sound-Output gemacht, indem sie
ein Feedback des Soundsignals in ein Videosystem gemacht haben, umgedreht, so ähnlich wie bei Noise Cancelling Headphones. Das war eine ziemlich lustige Idee und damit haben sie es hinbekommen, das dann rauszubalancieren. Und die letzte, ich zeige dann am Ende wirklich keinen Chipplatz mehr, versprochen. Nur ein bisschen seht, wie das aussieht. Und toll, dass es so groß ist und auch für diejenigen, die online anzoomen. Es gibt da ein Illuminati-Logo unten, links unten. Ich hatte Angst, dass ihr das nicht sehen könnt. Das ist der Center des EIO-Systems und das ist für so Dinge wie Zeitverschiebung. Manche der peripheren Geräte sind langsamer als andere. Das ist ein New Art für die Tastatur. Das ist mit dem Microcontroller. Schickt einfach ein paar Sachen zu diesem Chip. Also für Tastatur und für den asynchronen Transmitter. Nicht jemand hat mein Humor. Und es stoppt die Interrupts, die in den Kanal gehen. Und der Arm kann dann den Status überprüfen. Dieses Illuminatenzeichen, das Auge, das allsehende Auge, das ist für künftige Archäologen, um Dinge zu sehen. Und die haben gehofft, dass es da eine große Story gibt. Vielleicht ist da, ich habe gehofft, dass es da eine Story ist, aber ich habe jetzt keine gefunden. Das ist ein A500. Der hat immer noch einen zweiten Prozessor für den BBC Micro. Der hat immer noch Disk Drives, die da Sachen in den Speicher reinpushen. So, das fängt jetzt langsam an, auszusehen wie ein Archimedes. Bisschen Expansionsport und so. Und jetzt haben wir frühe Software. Und das hier ist jetzt der erste Archimedes, der richtige. Ein toller, grauer Block. Sieht aus wie Beton. Der hat die Erweiterungsslots, der hat die IO-Interfaces und das gleiche Betriebssystem. Es sind nur 200 von denen gemacht worden. Das hier ist die 222, das ist einer der letzten. Und nur innerhalb von Acorn. Da gibt es, das Hardware-Team hat das entworfen. Und sein A500 war der besondere. Der hat einen von den Videochips gesucht und das war sehr gut und er hat einen gefunden, der mit nicht 26, sondern mit 56 gelaufen ist und er war total drüber über den anderen und das heißt, er hatte eine total tolle Maschine. Und manche von den Dingern sind auch mit 12 MHz gelaufen und da konnte man einen teuren Speicher reintun. Das hier, müsst ihr mir glauben, ist das vereinfachte Diagramm. Und das gibt es auch online und online gibt es auch das Komplizierte. Man sieht den ARM, den MEMC, den VideoC und das RAM. Der Memory Controller, der hat die Uhren. Der muss ein paar langsame Sachen ab und zu mal machen. Mit den DRAM-Refresh-Zyklen. Und dann pausiert er die CPU ab und zu. Wenn man DRAM zugreift, dann gehen die Sachen in den MEMC, die Adressen rein. Der macht die Adressübersetzung und schickt es dann zum RAM. Und das DRAM, das schickt die Daten auf den Datenbus. Und dieser MEMC ist der kritische Pfad. Der ist nicht auf dem Datenbus. Das muss man beachten. Das wird wichtig nachher. ROM ist noch eine langsame Sache. Und das macht die CPU-Zugriffe langsam. So, und hier passiert die Adressübersetzung.
zwischen dem ARM und dem MC. Wenn der ARM den Zugriff macht, wenn man das nicht findet, dann gibt es einen Page-Fault und dann gibt es eine Exception. Und dann wird das in Software behandelt. Der Datenbus ist ein kritischer Pfad. Also dieser ganze IO-Kram ist gepuffert. Es gab damals wenig 32-Bit-Peripheriegeräte. Der IOC dekodiert das Zeug. Und da kann man dann Erweiterungsports zugreifen. Ich habe den Interrupt-Status erwähnt. Es gibt einen V-Sync-Interrupt. Und wir mussten einen Timer verwenden. Wenn man Paletten ändern will oder irgendwelche Sachen, das geht mit den Timern. Das, was ich wirklich mag, ich habe erzählt, dass der MEMC nicht auf dem Datenbus ist. Der Videocontroller ist nur auf dem Datenbus. Wie machen die denn dieses RAM-Lesen für den Videocontroller? Der MEMC enthält diese ganzen Register für das DMA. Die Register wohnen dort. Jetzt gibt es einen Handshake zwischen dem WIDC und dem MEMC. Der MEMC, der generiert die Adressen und das DRAM schickt die Daten. Und der MEMC sagt dann, okay, ist passiert und sagt das dem WIDC. Der Video-DMA-Kram wohnt alles im MEMC. Ich habe jetzt hier einen Interrupt gezeigt. Sound geht genauso. Und wenn eine Hälfte leer wird, dann gibt es einen Interrupt. Das funktioniert alles sehr flüssig. Jetzt kommt High-Res Mono. Mit einem externen Schieberegister, was sehr schnell läuft. Der Videocontroller läuft mit 24 MHz. Der gibt auf einen digitalen Bus. Und zwar 4 Bits. 4 Pixels in einem Dings. Und die externe Komponente, die geht da in der vierfachen Geschwindigkeit durch. Und das ist ein sehr billiger Weg für einen hochauflösenden Modus. Wenn hier jemand den A500 hat, könnte ich mir vorstellen, der kann 1280x1024 machen. Aber die haben es auf dem Board nicht unterstützt. So, dann die Uhr, die ich da in den WC reinstecken kann, ist bei einigen Maschinen sehr flexibel. So, der MEMC ist nicht auf dem Datenbus. Wie funktioniert das mit dieser Adressübersetzung? Also, er hat einen 8 Megabyte Bereich, der reserviert ist. Der hat jetzt nicht 2 Millionen 32-Bit-Register. Also ich schreibe irgendeinen Wert in diesen Bereich und ich kodiere die Information, die ich will, hier rein. So, das ist in den oberen 8 Megabyte von diesem 64 Megabyte Adressraum. Und dann ein beliebiger Schreibbefehl. Macht das. Aber es gibt keinen anderen Raum in der im Adressraum. Also 32 extra Pins, um in den MEMC reinzugehen mit dem Adressbus, im Datenbus,
Und extra ein Datenbus, das wäre zu viel. Ich habe einen 64-Pin-Chip gegen einen kleineren. Und sie wollten das kleinste Paket, was sie machen können. Und das hat zu diesen Tricks geführt. Auf dem A540 haben wir mehrere MEMCs. Jedes davon hat einen dieser bunten Streifen des physischen RAMs. Jedes davon hat 4 Megabyte RAM. Wenn man dann aber auf den virtuellen Speicher zugreift, dann verarbeiten alle 4 diese Adresse parallel. Und wir hoffen, dass eines davon die Übersetzung finden wird. Wenn man dann ARM 3 einbaut, der ARM 3 Hardcache, und die Adresse zeigt dann in den MC. Das heißt dann, die Adresse wird außerhalb, also nach dem Cache übersetzt. Das heißt, man cached virtuelle Adressen, was nicht gut ist für die Performance, weil jedes Mal, wenn man einen virtuellen Adressraum ändert, muss man den Cache ungültig machen. In dieser Maschine bedeutet das, dass man den ganzen Cache ungültig machen muss. Das ist zwar eine schnelle Operation, aber trotzdem nicht unbedingt förderlich für die Performance. Der einzige direkte Speicherzugriff in dieser Maschine ist für Video und Sound. Sonst I.O. hatte das nicht. Viele Leute wundern sich, wieso hat es das nicht? Das wäre viel besser. Und DMA ist eine Lösung für viele Probleme. Die Geschichte hier ist wahrscheinlich, dass das zusammenpasst mit dem Acorn-Team, das relativ viele komplexe Support-Chips gebaut hat. Einige Chipset-Verkäufer haben mehr für DMA verlangt als für den Prozessor selber. Das heißt, DMA für I/O nicht zu haben, war massiv günstiger. Und in ein, zwei Folien kommen wir dahin, aufzuzeigen, dass die Systempartition darauf optimiert wurde, möglichst wenige Pins pro Package zu haben. Und die ganzen I/O-Chips, die kein DMA benötigten, sparte natürlich massiv Pins. Der andere Grund war, die FIQ-Modus war gestaltet, um ein sehr, sehr schneller Weg zu sein, um die CPU I/O machen zu lassen. Wir haben also gesagt, der Prozessor macht den ganzen I/O-Prozess. Was das Team dann gedacht hat, ist, lassen wir das so schnell wie möglich passieren. Wir hatten in der CPU auch keinen Cache. Das heißt, DMA würde die CPU sowieso verlangsamen. Also auf DMA zu verzichten, ist sowieso kein Performance-Verlust. Also können wir das direkt an die CPU delegieren. Ich denke, das kann man zusammenfassen als RISC-Prinzipien ins System zu bringen. Das ist das Prinzip, tu etwas nicht in Hardware, wenn es in Software gemacht werden muss. Also wir müssen kein DMA in Hardware haben für I/O, sondern wir tun das in Software. Das ist, würde ich sagen, der schöne Weg, das zu sagen, und der Weg zu demonstrieren, dass das hier auf Kosten optimiert wurde, was nicht schlecht ist. Das ist eine I/O-Karte. Das ist meine SCSI-Karte. Es hat eine ROM auf der linken Seite. Das war ein Erweiterungs-ROM viele, viele Jahre, bevor PCI das populär machte. Die Treiber waren auf diesem ROM.